Herzlich willkommen zur 139. Folge Simutrans Multiplayer mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Was für morgen? Alter, es ist 6 Uhr morgens und wir sind hier am Aufnehmen, deswegen ist Felix noch so müde. Ah ja. Okay, vielleicht war es so geplant, aber wer weiß. Was für 6 Uhr? 6 Uhr wäre geil. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, bei mir läuft es tatsächlich. Alles soweit ganz gut. Na dann. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie ich die eine oder andere Sache jetzt mache. Frage ich mich gerade auch. Ich frage mich ehrlich gesagt aber auch, was diese eine Linie hier bedeutet. Welche? Sich auf der transportiere. Ja, meine 223. Man sollte vielleicht nicht aufhören, bevor man alle Linien benannt hat, so ungefähr. Oh. Was ist das hier? Das sind die scheiß Dinger, okay. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe was kaputt gemacht. Ja. Wenn man so sieht, was hier an Stau ist, das ist doof. Getreidemühle Facher. Facher Getreide. Ich muss jetzt mir mal erstmal meinen Schiffshut angucken, weil jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Bei Kohle ist es ja vollkommen egal. Trauben waren landwirtschaftliche Güter. Die fahren von da nach da. Das ist ja auch kein Problem. Und der Stückgut. Ja gut, Stückgut fährt ja von hier los. Aber er muss ja noch einen Rückweg dann wieder dann Wein mitnehmen. Nee, nicht Wein. Wein, doch Wein. Wein war das Stückgut und was war es noch? Nee, er muss Wein rüber und Stück gut und Trauben. Und Trauben hin. Aber so tolle neue Schiffe oder sowas haben wir nicht bekommen. Das Einzige, was wir haben, ist theoretisch gesehen, dass wir die anderen Schiffe mit Tragefunktionen nutzen könnten. Die sind nämlich theoretisch gesehen, glaube ich, sogar minimal besser als die, die wir jetzt haben. Aber egal. Holztransporter, landwirtschaftliche Güter. Landwirtschaftliche Güter schafft er 200 Tonnen. Zwei Stück kannst du ineinander packen, schafft er 400 Tonnen. Du kannst drei hintereinander packen, eigentlich oder nicht. Drei gehen hintereinander? Drei gehen sogar hintereinander, okay. Ich dachte immer nur zwei. Ja gut, dann sind es 16 km/h auf 600. Die machen 19 auf 500. Hm. 1604.
auf 1811. Ach so, warte mal, es gab aber, glaube ich, noch eben gerade einen neuen Zug, ne? V36. Der da. 55 mit Diesel. Ja. Oh. Zeppeline, 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 Zeppeline. Es geht. Na dann. Es geht tatsächlich. Schildach, wo ist Schildach? Testen. Wieder. 15. Und 194. Neuer Test. Alle Flugzeuge. Flugzeuge, 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 Flugzeuge. Oder dann startet man da. Schildach, 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 Bus, Schildach. So, wo kommt erst das erste Flugzeug? Okay, du hast ja nichts dabei. Du auch nicht.
Die kosten 1,46. Nichts. Oder täuscht das jetzt gerade? Eins sechsundvierzig. Muss ich mal so sprechen. Zurück, 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 zurück. Auf die Kosten habe ich eben gar nicht geachtet. 1,46 durch 40. 0,0365. Post, Post, Post. Ich nehme mal die hier. 0,0365. Sind minimal teurer als die Züge. Aktuell die Befürchtung, dass die Flaschen, die ich produziere, nicht reichen werden. Echt nicht? Also wenn das weiter jedes Mal so langsam hochtickt da bei der Forderung, dann wird das Ewigkeiten dauern, ja. Wo ist denn? Wo war der Weinberg? Da, Kälterei. Glasfabrik. Hier. Und Glasfabrik 2 ist die hier, ne? Ja. Weil die Weinberge auch echt auch wenig produzieren, wie sonst was. Ja gut, guck mal, deine Glasfabrik da macht 57, 58,3 pro Minute. Das musst du ja durch 4 rechnen. Das heißt, du kriegst von Glasfabrik 2 14,5 Flaschen pro Minute. Plus 14,5. Das heißt also beide Glasfabriken zusammen machen 33,35 Flaschen pro Minute. Und du brauchst mal 4, das heißt, du könntest eine minütliche Produktion in der Kälterei machen von 133. Reicht auf alle Fälle. Dann. Du machst 100, oder du könntest 133 Kälte, also sind, weil die brauchen ja auch nur 25%. Das heißt, aktuell könntest du bei der Produktionsmenge fast 3 Kältereien mit deinen beiden Glasfabriken versorgen. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist halt einfach nur, bis dann irgendwann mal ein Zug voll ist, ne? Viel an ein größeres anderes Problem, was ich noch nicht weiß, wie ich es lösen will. Lass mich raten, Kohle? Nö, das ist kein Problem. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass man nicht einstellen kann, was für eine Fracht transportiert wird. Wobei, was meinst du, Ich es ist? habe eine Klosterbrauerei Ja. in Horn Bad Meinberg. Da steht aber auch ganz unstrategischerweise meine Glasfabrik, die zweite. Heißt, beide Stück gut, heißt, dass ich eine Verbindung von da zu dir habe. Heißt, dass über meine Kälterei aktuell Bier zu dir transportiert wird.
Ja. Das heißt, wir hättest da sogar gar keinen mehr machen brauchen. Sondern einfach nur noch einen zweiten Zug auf deine. Ja doch, weil die Hornbad-Kälterei-Linie existierte ja vorher nicht. Die habe ich ja nur gebaut, weil die Glasfabrik zur Kälterei muss. Aber die Linie nimmt das ja mit, die eigentlich die Glasflaschen transportieren sollte. Das heißt, ich würde jetzt immer Bier und Glasflaschen, wenn welche da sind, mitnehmen und das dahin transportieren. Einziger Vorteil an der ganzen Aktion ist, dass der Zug halt eventuell früher voll ist oder schneller voll ist und die Glasflaschen schon früher da sind, so ungefähr. Nachteil ist, dass der Kältereizug jetzt nicht nur Weinflaschen zu dir fahren wird, sondern auch halt Bier. Heißt aber Umkehrschluss auch, dass ich theoretisch gesehen den einen Zug, der von Hornbad Meinberg zu dir fährt, bei der Kälterei mit draufsetzen könnte, dass halt einer mehr da ist, der Bier und Wein mit wegbringt. Weil ich Ja. dann ja die Linie, die Bier transportiert, von da theoretisch gesehen nicht bräuchte. Ja, das ist ja, ich verstehe, was du meinst. So, ihr müsst da bitte alle nochmal umdrehen, weil ich hatte. Ich weiß nicht, ist jetzt überhaupt schon mal irgendwann oben von mir am Bahnhof angekommen? Gerste, 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 landwirtschaftliche Güter. Naja, anscheinend nicht. Das viel interessantere ist, ich glaube, dass die richtige Linie, die ich dafür gedacht habe, noch nicht ein einziges Mal genutzt wurde, gefühlt. Oh. Ja, okay. So, ich habe jetzt aber hier. Existiert dafür überhaupt eine Doch. Linie? Doch, der ist schon einmal gefahren. Das Traurige der ganzen Geschichte ist, es existiert nicht mal die Linie, die das Bier zu dir rüberbringt, ne? Das ist vorher immer über Leonberg mit, nee, nicht über Leon, auch über Leonberg mitgefahren. Okay. Und jetzt fährt's halt über Kälterei und Leonberg. Naja. Die Ware findet schon ihren Weg, oder wie war das? Ja, So geht's. irgendwie schon. Irgendwo, irgendwann. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Postwagen hier, oder? So, es fahren hier gerade drei Züge mit landwirtschaftlichen Gütern gerade aus dem Weinberg los zu dem Hauptbahnhof. Aber irgendwo müssen hier schon 345 Tonnen Weintrauben sein. Warum denkst du, dass das der Fall ist? Weil eine Dings schon losgefahren ist. Na dann. Getreide. Gerste. Du hast auch Ge Ah, das sind so viele Schiffe, die hier rumfahren.
Ja, irgendwo wird. Werden schon Trauben sein. Ich denke mal, die werden schon irgendwo auf dem Schiff sein. Bei mir sind sie noch nicht angekommen. So viel kann ich sagen. Nee, du hast ja noch mehr als genug Hopfen rumstehen. Hast du ein paar Paletten Bier da hinten drin stehen? Im Übergabebahnhof. Und zudem sind Hopfen und Weintrauben getrennte Züge, aber ja. Beziehungsweise getrennte Linien. Okay. Wie kommst du darauf? Was da Bierpaletten drin sind oder worauf? Wie komme ich worauf? Also du fährst den Hopfen, fährst du direkt hin oder was? Ich fahre den Hopfen direkt hin und ich fahre die Weintrauben auch direkt hin. Okay. Ich habe ja bisher noch nicht verschiedene Produktionen, wo es hin muss. Das Einzige, was ich mir dann dafür zeuge, ist, wenn ich die auch zum Frachthauptbahnhof schicke, ist, dass ich noch mehr Verkehr da habe, als ich eh schon habe, Bedient sonst. Linie Fracht Hauptbahnhof Allzweck Hauptbahnhof Weimar. Hä? Okay. Wer bedient was? Der eine Zug, der ist Allzweck Hauptbahnhof irgendwas. Allzweck Hauptbahnhof Weintrauben. Achso, das sind beides Weintraubenzüge, die da drin stehen. Allzweck Hauptbahnhof ist der, wo mein Getreidehof dran steht und deine Schiffe ankommen von dir, von der Ah, Ersatzbasis. das ist der. Ah, okay, dann habe ich das auch verstanden. Und auf deiner Will der nicht mehr Weintraubenlinie. Getreidehof 1 nennen, wenn da alles andere außer Getreidehof 1 gemacht wird. Stimmt, irgendwie ist das. Also, Da war irgendwie sowas, ja. ist ja schon hart. Schiltachpost mit Zug. Wie sieht denn das da aus? Post nach Schiltach. Das Traurige ist, in Schiltach ist keine Post da. Aber mein Hauptbahnhof läuft einfach über. Habe ich eigentlich irgendein anderes Stück gut außer Bier aktuell von dir? Ja, ne? Ich bekomme nicht nur Bier, glaube ich. Ach doch, aber eigentlich hauptsächlich gefühlt Bier. Du bekommst Bier und Backwaren theoretisch gesehen, oder nicht? Bier, Backwaren, Obst. Bier, Backwaren, Obst, was noch? Warte, ich müsste nachgucken. Ja, Bierbackbahn und Obst sind bei mir im Hauptbahnhof, also würde ich davon ausgehen, dass es Bierbackbahn und Obst sind. Das Traurige ist, ich chauffiere Bier zu dir, du zu mir. Irgendwie das ist alles ein bisschen komisch, ne? So, Bier, Obst, Backwaren, genau. Wein bekommst du ja dann von dir selber sozusagen. Fische haben wir noch nicht, Fleisch haben wir auch noch nicht. Fleisch wird wahrscheinlich von mir kommen, weil ich habe ja drüben. Ja gut, wenn theoretisch noch was Neues spawnt, weiß man ja nicht. Ich habe ja Jetzt drüben spawnen die. sowieso wieder 55 Fabriken auf meiner Seite und du denkst dir, haha, Lappen. So ungefähr.
Und ich guck dann wieder dumm aus der Wäsche oder so ungefähr. Ja, vor allem, was wird bei dir langsam eng da drüben, ne? Oh ne, da hier ist noch Platz. Da ist noch Platz im Wald. Also Platz habe ich theoretisch gesehen mehr als genug. Das Problem ist halt bloß, dass ich jetzt eigentlich langsam dann aufpassen muss, dass ich die Städte auf die andere Seite von meinem Hauptbahnhof mal anfange zu setzen. Weil sonst wird das richtig witzig. Ich meine, ich kann da ja, wo das Kohlebergwerk steht, ja schon keins mehr hinsetzen, das Sechser, das Kohlebergwerk 6, weil ich da nicht wirklich Platz habe für die Stadt, wie ich sie haben wollen würde. Das ist ja auch schon das Schöne. Das heißt, da habe ich ja auch schon mal eine weniger als vorangegangen gedacht. Alter, staut sich das schön zurück in meinem Hauptbahnhof. Das ist ja richtig geil. Ja, es wird Zeit, also zumindest bei dir, es wird Zeit für bessere Züge, einfach. Zugsystem wieder, aber zumindest in der Ausfahrt. Aber es ist auch möglich, aber ich weiß ja nicht, wie ich es umsetzen soll. Das ist halt das Problem. Weil eigentlich von dem, was ich machen müsste, wäre vermutlich, dass ich 5 bis 10 Gleise auf ein Ausfahrtgleis packe, das nach rechts geht, dann wieder 5 bis 10 als, je nachdem, was ich mich entschieden habe, wieder, dann nochmal und nochmal. Wenn ich das mich entscheide für 10, wären es halt 4 Schienen, die nach rechts führen und 4, die nach links führen. Und dann passt das im Normalfall. Müsste halt aber dann wiederum auch gucken, wie ich die dann am Ende wieder halt zusammenfüge, dass ich auf meine Hauptstrecke raufkomme. Weil dann stehen sie halt nicht mehr beim Rausfahren aus dem Gleis, sondern halt auf der Gleisstrecke nach rechts wächst und nach links so. Bringt halt auch nicht Ja. wirklich einen großen Unterschied. Weil so wie sie jetzt fahren, fahren sie halt so eng aneinander, wie sie theoretisch gesehen so gut wie fast können. Aber ich habe nicht so wirklich andere Optionen, außer ich baue halt jetzt an manchen Stellen das dann zweigleisig hin. Aber ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage halt. Beziehungsweise weiß ich auch nicht so hundertprozentig, wie ich das zweigleisig bauen will, weil ich dann ja trotzdem ab irgendeinem Zeitpunkt, ich muss ja theoretisch gesehen, wenn ich es zweigleisig baue, die gleichen Abbiegungen auch reinbauen, wie ich sie auf dem anderen Ding habe. Aber wenn ich das mache, habe ich halt das ungünstige Problem, dass das sich alles parkt, so ungefähr. Wenn dann halt der eine ja wieder vor dem durchzieht, so ungefähr, dann ist es halt auch wieder witzig. Das heißt, ich dürfte dann auch alle meine Kreuzungen wieder ganz viel komplizierter bauen, damit die vernünftig abbiegen können, dass die, wenn die auf dem inneren Gleis gerade durchfahren können, auch gerade durchfahren können. Und so weiter und so fort. Aber es muss wieder bei dir fordern oder sowas irgendwie. Was muss fordern bei dir? Ich glaube Kohle, oder? Ja. Oder echt, war nicht schon wieder? Naja, steht bei mir jetzt noch 7 oder 8 Kohlezüge drin. Also, bisschen auffällig oder sowas ähnlich. Das. Ach, du hast noch die alten Spielgutwagen genommen, okay. Nee, das ist Weizen. Der da gerade rausfährt, das ist ein Stück gut. Boah. Der jetzt aus seinem Hauptbahnhof gerade als letzter in der Reihe steht. Das ist ein Stück gut. Aus müsste, wenn die neuen Waggons haben, ein Stück gut, habe ich eigentlich die neuen genommen. Nö, das sind die alten. Was machst du woran fest? Weil das die 352er sind, das sind die alten. Wo ist dein Depot? Da ist dein Depot. Ja, in deinem Depot steht auch der alte drin. Und das ist der Weizen, ne? Den ich jetzt gerade beim Depot drin habe. Ja. Das ist der neue. Das sind bei meiner Zuglänge, bei den Zügen, die ich habe, ist das das neue. Ne, das sind die alten.
Der andere hat weniger Beladungsfläche. Der hat 12. Das ist der neue. Es Oder gibt der neue. einen 12er, das ist der Ja. 16er, ne? Das ist der 16er, ja. Und den 20er. Der 20er existiert bei mir nicht. Warte, ich muss gucken, wo der drin ist. Moment, Moment, Moment. Bei Docs der ganz letzte. VT10. Moment, Zuladung 20. das ist ja aber kein richtiger Waggon. Das ist ja eher ein Zug als ein Waggon. Genau, da brauchst du halt keine Dings vorzuhauen. Das ist wie die, wie heißt das hier? S-Bahn? Wie die S-Bahn. Aber da kriegst du dann halt 400 rein anstatt 352. Ah, den gleichen Fehler auch gemacht. Erstmal schön. Ich habe Oh. sowas getestet. Ich sollte den theoretisch gesehen auf 18 und länger was fahren können. Müsste ich halt nur die kleineren Bahnhöfe umbauen. Okay, wenn das natürlich bei dir geht. Aber wenn, dann erst in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.